Ich bin also geradezu dankbar für die drei Anmerkungen zum Assoziierungsabkommen, zu der Rüstungsindustrie im Osten der Ukraine und vor allen Dingen das, was Sie vom DGB gesagt haben. Wir haben in den letzten Jahren sehen können, dass alle diejenigen, die vom Dollar in den Euro umgestiegen waren, wie Irak und Libyen, natürlich das Ende ihrer Tage erlebt haben. Das muss man ganz nüchtern sehen. Das ist eine machtpolitische Auseinandersetzung, wie ich sie kaum beschreiben kann. Und Sie haben im Zusammenhang mit der Erwähnung von China und BRIC natürlich genau das Richtige gesagt. Das ist die Auseinandersetzung. Und wir haben das doch in den zurückliegenden Jahren gesehen in der Auseinandersetzung um den Euro. Die Amerikaner wollten diesen Euro in weiten Teilen nicht. Sie haben ihn bekommen, weil die Europäer es gewollt haben. Und seitdem auch über die Lehman Brothers Krise eine Menge getan, das ins Gegenteil zu verkehren. Sie brauchen sich ja nur die öffentlichen Erklärungen von Herrn Soros in diesem Zusammenhang mal durchzulesen. Also vor diesem Hintergrund anzunehmen, Friede, Freundschaft, Eierkuchen, das ist völlig falsch. Und wir müssen uns, wie Sie es gesagt haben, mit dieser Frage so auseinandersetzen. Und eins ist immer wieder interessant. Vor jedem Konflikt, der in Europa losgebrochen ist, wie Jugoslawien und jetzt Ukraine, ist es an verschiedenen Stellen der Volksrepublik China oder Chinas, um es mal modern zu sagen, zu schwerwiegenden Anschlägen gekommen. Den Chinesen ist immer wieder signalisiert worden, höllisch aufzupassen, auf welche Seite sie sich schlagen. Jetzt können wir beide darüber spekulieren, wer hinter diesen Anschlägen stand und steht. Ich verweise in diesem Zusammenhang fairerweise auf den Spiegel, der sich schon vor langer Zeit dazu geäußert hat. Aber dieser Punkt ist doch so sicher wie das Amen in der Kirche, den Sie angesprochen haben. Wenn die Russen aufs Kreuz gelegt worden sind, sind die Nächsten, die dran sind, die Chinesen. Und die wissen das genauso gut, wie ich es weiß.